Herzlich willkommen zu unserer Sendung mit dem Thema Heimat. Ich bin der Ebi. Und ich bin der Justin. Heimat bedeutet eigentlich ganz vieles. Essen, Kultur, die eigene Familie, Sport und vieles mehr. Hier stehen wir jetzt vor einem typischen Fürther Symbol, dem Fürther Rathaus. Zunächst aber mal eine kleine Führung durch Fürth mit Tim, Yannick und Moritz. Hallo Moritz. Hallo. Wie war deine Fahrt? Ja, war in Ordnung. Wir fahren jetzt mit der U-Bahn zur Jakobinenstraße und von dort gehe ich jeden Tag zur Leopold-Ullstein-Realschule, die 1965 gebaut wurde. Cool, ich gehe auch auf eine Realschule. Komm, lass uns zum Wiesengrund gehen, wo ich mich im Sommer oft mit Freunden zum Fußballspielen treffe. Ich spiele auch gerne Fußball. Gleich daneben weiden im Sommer die Schafe. Was sind das für zwei Türme im Hintergrund? Rechts ist die St. Michaeliskirche und links ist das Rathaus. In das Fürther Stadion passen 18.000 Zuschauer. Bei mir zu Hause gibt es auch ein Stadion, nur viel größer. Ja, aber unser Stadion ist ja gar nicht so klein. Die Kapelle wurde vom Kaiser Karl dem Großen 1855 errichtet. Da ist aber nicht viel übrig geblieben. Wir stehen jetzt vor dem Fürther Mare, das ein Hallen- und ein Freibad ist. Gibt es dort auch Rutschen? Ja. In der Gustavstraße gibt es viele Gaststätten, Kneipen und das Weinfest findet dort jährlich statt. Wann findet das Weinfest statt? Im September. Die St. Michaelskirche ist das älteste Bauwerk Fürths. Der Turm wurde ca. 1400 gebaut. Die ist aber sehr alt. Als nächstes gehen wir zum Rathaus, das 1840 gebaut wurde und im Winter ist es beleuchtet. Im Winter sieht es bestimmt sehr schön aus. Ja, ist es. Das, was du hier siehst, ist das Stadttheater, das 1901 gebaut worden ist. Werden dort auch Opern aufgeführt? Ja. Servus, bis zum nächsten Mal. Ciao, und das nächste Mal kommst du zu mir. Ja, auf jeden Fall. Der Bahnhof ist ein Ort, an dem viele Menschen ankommen, oft auch aus anderen Ländern. Natürlich haben sie auch verschiedene Gründe, warum sie hierher kommen. Flucht, Suche nach Arbeit oder einfach um zur Familie zu kommen. Unsere Reporter Jasmina, Lisa und Nikolas haben sich dafür zwei Gesprächspartner ausgesucht, die aus ihrer persönlichen Erfahrung dazu berichten. Hey, wo warst du eigentlich im Urlaub? Ich war in Spanien, du? Ich war zu Hause. Samuel kommt doch aus Spanien. Stimmt, voll cool. Warum zieht man da weg? Das ist doch voll warm. Ja, keine Ahnung. Komm, gehen wir mal hin und fragen ihn. Okay. Also wir haben unseren ersten Interviewpartner Samuel da und Samuel, erzähl mal ein bisschen was von dir. Hallo, ich bin der Samuel Nadasano-Doro. Ich bin 14, bin hier in der Schule und bin aus Spanien ausgewandert. Und als erste Frage, woher kommst du aus Spanien genau? Ich komme aus Valencia. Und wie alt warst du, als du hergekommen bist und wie seid ihr hergekommen? Das war ungefähr, als ich 6 war oder 7. Mit meinen Eltern, mit meiner Familie. Ja, und wie war es damals, als ihr hergekommen seid, also die neuen Menschen, und wie war es vor allem mit der Sprache? Also, die Menschen sind hier anders, die sind nicht, ja, die Spanier sind halt ein bisschen netter. Und die Sprache, die war schwierig, bloß es war ganz nett, weil bei mir in der Schule, da war die eine Lehrerin, die konnte Spanisch. Okay, und hast du dort noch Freunde und Verwandte? Ich habe da noch sehr viele Verwandte, ich habe auch Freunde. Zu den Freunden habe ich nicht so viel Kontakt wie zur Familie, zu den Verwandten. Aber wir haben schon Kontakt, wir telefonieren oft und wir haben schon ein gutes Verhältnis. Wo würdest du sagen, gefällt es dir besser, also hier in Fürth oder in Valencia? Meine Heimat liegt da, wo ich Spaß habe, wo ich mich wohlfühle, wo ich alles habe, was ich brauche. Und das ist unabhängig vom Land. Okay, und warum seid ihr dann überhaupt hierher gezogen und seid nicht dort in Spanien geblieben? Das war, weil damals die Krise losging, in Spanien mit dem Geld und das war dann sehr schwer. Denkst du noch oft an deine alte Heimat? Ich denke schon sehr oft nach, wie es da war, weil ich habe schon noch Erinnerungen. Mit 7 Jahren behält man schon was im Kopf und ja, ich war dort bis zur 2. Klasse und war schon schön. Ich erinnere mich an Sachen, an Ausflüge, die wir gemacht haben, die schön waren. Ja, okay, dann bedanken wir uns für dein Interview und danke, dass du dir auch die Zeit dafür genommen hast. Ja, und dann noch viel Spaß. Danke. Tschüss. Tschüss.
Das war mega interessant. Ja, schon. Aber es gibt ja auch Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten. Das ist voll traurig, wenn man Angst haben muss. Komm, lass uns mal jemanden fragen, der aus seiner Heimat geflohen ist und wir reden darüber. Hallo, herzlich willkommen hier und... Dankeschön. Erzähl mal von dir, also wie heißt du, wie alt bist du? Ich bin Said Rezai. Ich komme aus Afghanistan und ich war lange in Iran gewohnt mit meinem Onkel. Okay, und fühlst du dich hier wohl? Ja, das ist klar, man fühlt sich hier wohl, man ist frei. Ich kann in die Schule, ja, und hier, die Leute sind ganz nett. Okay, und was hat sich jetzt für dich in deinem Leben verändert? Hier ist ganz anders. Ich war in islamischem Land und andere Kultur. Hier, ich habe viele nette Leute getroffen. Der Wetter ist wirklich schön. Und warum bist du geflohen? Ich war mit meinem Onkel von Iran nach Afghanistan gekommen und mein Onkel hat Probleme für mich gemacht und ich war 2-3 Tage bewusstlos. Jemand hat mir geholfen. Von Ghazni bin ich nach Kabul gefahren mit jemand und hat gesagt, ich bin der Freund von deinem Vater. Dein Vater hat viele Sachen für mich gemacht, deswegen ich helfe dir und du bist nicht hier sicher. Ich schicke dir nach Russland und ich wusste nicht, dass irgendwann bin ich hier in Deutschland. So bin ich dann von Russland, bin ich illegal nach Deutschland gekommen. Okay, und hast du jetzt dann auch noch andere Verwandte außer deinem Onkel? Nein, ich war lange in Iran. Ich habe schon in Iran Verwandte, aber leider habe ich keinen Kontakt. Okay, und würdest du jetzt gern wieder zurück oder bleibst du lieber hier? Ich bleibe lieber hier. Ich kann selber entscheiden, was ich mache. Ja. Und in Iran ist das war so, ich habe Grundschule fertig gemacht. Danach, mein Onkel hat gesagt, ich muss Geld verdienen und das war ganz schlimm für mich. Ja. Okay, und wie war es jetzt für dich mit der Sprache? Ich spreche Dari, ist meine Muttersprache. Ich kann Persisch, auch wie meine Muttersprache, Aussprache ist ähnlich. Und ich habe auch Englisch gelernt und hier deutsche Sprache ist ein bisschen schwer, aber muss man versuchen und wird man besser. Und das ist gut, wenn man neue Sprache lernen. Okay, und was ist jetzt sozusagen dein nächstes Ziel hier? Also was willst du erreichen? Gerade besuche ich Berufsschule und besuche ich einen Ausbildungsplatz. Ich würde gerne ein Verkäufer werden. Okay, dann danke fürs Interview und noch viel Glück. Dankeschön, danke dir auch. Das war voll interessant. Jetzt gehen wir zurück ins Studio zu Evi und Justin. Wir sind hier in der Fußgängerzone in Fürth. Viele Menschen aus den unterschiedlichsten Nationen leben hier. Momentan sind es ca. 140 verschiedene Nationalitäten. In einem Animationsfilm von Samuel, Martin und Leo werden ein paar von diesen kurz vorgestellt. Dazu entwickelten sie einen Heimatautomaten. Seht selbst! Russland ist das größte Land der Welt. In Russland spricht man Russisch. Die Spezialität in Russland ist Borscht, Fisch, Wodka und Pelmeni. Die Religion in Russland ist orthodox. Guten Morgen auf Russisch ist Dobro Utro. In der Türkei spricht man Türkisch. Die Spezialität ist Lahmacun und Dolma. Die Religion der Türkei ist der Islam. Und Guten Morgen heißt auf Türkisch Günaydın. In Ghana spricht man Shi. Die Spezialität ist Fufu. Die Religion in Ghana ist evangelisch und Islam. Und Guten Morgen heißt auf Ghanaisch Good Morning. In Österreich spricht man Deutsch.
Die Spezialität ist Schnitzel. Die Religion in Österreich ist evangelisch und katholisch. Guten Morgen heißt auch in Österreich guten Morgen. In Spanien spricht man Spanisch. Die Spezialität ist Paella. Die Religion in Spanien ist evangelisch-katholisch und guten Morgen heißt Buenos Dias. Leo. Martin. Samuel. Fußball verbindet, so heißt es doch, oder? Ja klar, ist doch am Anfang erstmal viel Spaß und vor allem spielt man miteinander. Und da kann man sich ja auch gut kennenlernen. Hat Fürth nicht einen Bundesliga-Verein? Ja klar, die Spielvereinigung Kräuter Fürth. Max, Leon und Kurtan haben sich mit Herrn Schmidt von der Spielvereinigung unterhalten. Servus, heute geht es um den Sportfußball. Genauer um das Franken-Derby, wo der 1. FCN gegen die Spielvereinigung antritt. Zu diesem Thema haben wir uns einen Gast eingeladen, um mit ihm ein Interview zu führen. Wir begrüßen herzlichst den Präsidiumsmitglied und Archivar der Spielvereinigung, Herr Schmidt. Wieso ist es so ein hitziges Spiel zwischen Nürnberg und Fürth? Hat das etwas mit Fremdenfeindlichkeiten und Intoleranz zu tun oder mit Heimanstolz? Fremdenfeindlichkeit ist es natürlich eher nicht, weil die Nürnberger und die Fürther sich ja normalerweise ganz gut kennen. Intoleranz mag eine gewisse Rolle spielen, weil es ist ja nicht bloß in Nürnberg und in Fürth so, sondern eigentlich im Sport, vor allem im Fußball, ja bei solchen Lokalspielen immer so. Wie würden Sie die Derby-Stimmung im Stadion beschreiben? Ja, also es ist immer was Besonderes. Wenn es Gott sei Dank friedlich bleibt, ja, ich meine, das ist immer das Wichtigste, dann kann man so ein Derby natürlich auch genießen, weil man freut sich drauf. Und dann ist natürlich, wie schon gesagt, ob das jetzt in Fürth ist oder in Nürnberg, es ist immer volles Haus. Dann zu den Spielern etwas. Wie überwinden Sie die Sprachbarriere bei ausländischen Spielern? Fußball hat ja universelle Sprache. Also es gibt aber so Verständigungsmechanismen auf dem Fußballplatz. Und bringen Sie den Spielern, die nicht aus Deutschland kommen, die fränkische Kultur bei? Naja, das kommt immer ein bisschen darauf an, wie derjenige natürlich, sagen wir mal, drauf steht. Ne? Also ich meine, du hast natürlich Spieler, sagen wir mal, die aus dem Ausland herkommen, die aus gewissen Gründen, sagen wir mal, nicht so sehr jetzt nach dem Spiel und so weiter unterwegs sind. Dann unterstützt die Spielvereinigung ein Integrationsprojekt? Wenn ja, welches? Okay, also wir haben, muss man ja immer bei Integration mittlerweile ein bisschen unterscheiden. Also das eine ist Integration von ausländischen Mitbürgern oder auch von Flüchtlingen. Also, und die kommen bei jedem Spiel mit einer Gruppe mit etwa 20 bis 35 Flüchtlingen, die gerade hier in 14 kommen die dann zum Spiel. Integration hat ja dann auch auf einem anderen Gebiet was mit Menschen mit Behinderung zu tun und da haben wir auch einige Sachen am Laufen, beispielsweise trainiert die Behindertenmannschaft, die Behindertenfußballmannschaft für die Lebenshilfe. Das ist eine integrative Mannschaft, das läuft da über die Pestalozzi-Schule, die trainieren auch einmal in der Woche bei uns. Okay, wie wurde die Spielvereinigung Fürth zum Leistungszentrum? Also warum sind sie halt dann nicht zum Breitensport geblieben? Eine gute Forderung des DFB und der Deutschen Fußballliga. Dann noch die letzte Frage. Wie sieht das im Jugendzentrum mit dem ausländischen Nachwuchs aus? Weniger, dass wir die jetzt schon aus dem Ausland herholen würden. Also das machen wir eigentlich so gut wie nicht. Aber logischerweise sind natürlich bei uns viele Spieler, die einen Migrationshintergrund haben. Das ist ja das Schönste ist, wenn es kein Thema ist. Das heißt, wenn auf dem Fußballplatz oder wurscht in der Halle beim Handball nicht darauf genau gefragt wird, wo du vielleicht ursprünglich herkommst, ja, wenn das völlig uninteressant ist, weil du jetzt mit deinen Kumpeln einfach in der Mannschaft bist, weil du da trainierst, weil du Spaß hast und weil du Erfolg haben willst, weil du gewinnst, weil du zusammen verlierst. Und das ist völlig egal, ob irgendeiner Jürgen heißt oder irgendeiner Mohammed heißt oder irgendeiner, was weiß ich wo, aus Finnland kommt oder wo auch immer her. Wenn du so weit bist, dann ist die Integration eigentlich abgeschlossen, das ist der beste Weg dazu. Dann bedanken wir uns für das sehr interessante Interview und wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß und Erfolg bei unserem Heimatverein in Kleeblatt. Dankeschön.
Ein Grund, warum viele Menschen ihre Heimat verlassen müssen, ist sicherlich, dass sie keine Arbeit finden und so ihre Familien nicht ernähren können. Damit die Menschen hier auch Arbeit finden, braucht man erfolgreiche Firmen, die nicht ins billige Ausland auswandern. Dazu ein Beitrag von unseren Reportern Jana, Leon und Arthur. Heute besichtigen wir die Firma Bruder, ein Familienunternehmen, welches schon seit Generationen in Fürth-Burg-Farmbach ansässig ist. Uns hat interessiert, was das Unternehmen ausmacht und warum es in Fürth geblieben ist. Was ist die Firma Bruder? Die Firma Bruder ist eine Firma, die Spielwaren herstellt. Spielwaren, die sehr realistisch aussehen, in verschiedenen Altersgruppen auch aufgeteilt. Wer hat die Firma gegründet? Die Firma gegründet hat Paul Bruder, das ist der Opa vom jetzigen Geschäftsführer, vom Paul-Heinz Bruder. Wie viele Kinder begeistern Sie mit Ihrem Spielzeug etwa pro Jahr? Oh, das kann man gar nicht so wirklich zählen, aber wir hoffen Millionen von Kindern. Welche Länder beliefern Sie? Also zumindest alle europäischen Länder, also mehr oder weniger kann man sagen weltweit. Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie zurzeit? Aktuell haben wir gut 400 Mitarbeiter beschäftigt. Wie viele Mitarbeiter sind ausländischer Abstammung? Die Quote 20-25%, je nachdem, was man ausländischer Abstammung ansetzt. Gab es Pläne, die Firma aus Fürth heraus zu vergrößern? Pläne gab und gibt es ja. Und zwar mussten wir vergrößern, weil die Nachfrage nach den Spielwaren so groß war, sodass wir hier mit unserer Fertigung diese Nachfrage nicht mehr befriedigen konnten. So haben wir mittlerweile auch in Tschechien eine weitere Produktionsstätte übernommen. Hier werden aktuell ungefähr 20 Mitarbeiter beschäftigt. Warum produzieren Sie nicht im Ausland, obwohl es dort billiger ist? Es ist so, dass wir hier unsere Profiserie fertigen und die Profiserie diesen großen Vorteil hat, dass wir diese auch hier noch kostengünstig produzieren können. Und im Vergleich dazu, ich sage jetzt mal in Asien, wäre die nicht erheblich günstiger zu produzieren. Was hat die Heimat Besonderes zu bieten? Ich würde sagen, wir haben hier, Heimat ist natürlich für die Firma hier dieser Hauptproduktionsstandort, wo auch eben die Zentrale, sage ich mal, mit angesiedelt ist. Und das hat den Vorteil, dass wir hier alle einzelnen Abteilungen untergebracht haben. Wir haben gehört, Sie legen großen Wert auf Made in Germany. Was bedeutet das für Sie? Ist vielleicht nicht ganz korrekt so, diese Aussage, ich würde sagen Made in EU, denn wir sehen uns innerhalb Deutschland eigentlich schon, wir sehen uns als eine Einheit in der europäischen Gemeinschaft. Unternehmen, die rein in Deutschland produzieren, werden immer seltener. Aber was sagen die Menschen auf der Straße dazu? Wie finden Sie es, dass immer mehr deutsche Unternehmen ihre Produkte im Ausland produzieren lassen? Na, ist okay, oder? Nicht gut. Und, das sind halt die Produktionskosten, bei uns steigen immer die Lebenserhaltungskosten und Produktionskosten werden immer höher. Und so steigen halt die ganzen Firmen aus und gehen ins Ausland, weil sie da viel billiger produzieren können. Ne? Und wir dann wiederum billiger einkaufen können, denke ich einmal. Nicht so gut, aber es ist wahrscheinlich durch die Arbeitslöhne in Deutschland nicht möglich, alles in Deutschland produzieren zu lassen. Ja, besser in Deutschland, das ist bessere Ware ist da. Ja, warum nicht, wenn man dadurch einspart und beziehungsweise ja, den anderen auch die Möglichkeit gibt, auch Jobs zu haben, ist das doch in Ordnung. Eigentlich eher nicht so positiv, weil dadurch die Materialqualität sinkt. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Schlecht für die deutsche Wirtschaft. Was könnten Ihrer Meinung nach Gründe sein, als Unternehmen in Deutschland zu bleiben? Ich glaube, hier ist eine gute Verdienung, alles Ungewohnteres, ne? Bin ich ganz ehrlich, nicht viel. Die Qualität, Arbeitsplätze sichern. Ja, ich finde, die müssen hier bleiben, müssen eben den Leuten genug Geld zahlen,
ja, die arbeiten müssen, nicht so wie es jetzt da im Ausland ist. Ja, Arbeitsqualität. Also hätten Sie da keine Gründe? Nö. Das Ausland, die wird auch nicht immer nur ganz billige Löhne zahlen können. Das wird sich im Laufe der Zeit vielleicht auch wieder normalisieren. Es gibt ja Firmen, die wieder nach Deutschland zurückgehen. Ne? Naja, zum Beispiel Technologie, da ist in Deutschland eigentlich ganz gut. Oder irgendwas, was international jetzt nicht so stark ist und Deutschland eigentlich sehr kräftig vertreten ist. Attraktiver Absatzmarkt, hohe Qualität, gute Infrastruktur. Hey du, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Na, das ist der alte jüdische Friedhof. Kennst du den nicht? Nein, ich kannte den nicht. Früher hatte Fürth eine große jüdische Gemeinde, aber jetzt gibt es nur noch eine ganz kleine. Das war mir gar nicht so bewusst. Na dann, damit du mal mehr darüber fährst, schicken wir am besten Alina, Leon und Stavros ins jüdische Museum, damit sie uns mehr darüber erklären können. Hi. Hi. Am Freitag war ich beim Kumpel, der Jude ist. Das muss ich dir unbedingt erzählen. Bei Juden ist es nämlich ganz anders wie bei uns. Zum Beispiel haben Juden eine Schriftrolle, die sie nicht berühren dürfen, weil sie heilig ist. Diese nennen sie Tora. Davon habe ich auch schon gehört. Eine Tora, die stammt aus dem 19. Jahrhundert und ist auf eine Pergamentrolle geschrieben. Die machst du auf, wie auch alle anderen Bücher, die auf Hebräisch geschrieben sind, von rechts nach links auf. Auf der rechten Seite hast du die Tora auf Hebräisch geschrieben und auf der linken Seite ist die deutsche Übersetzung. Die Tora ist einer von drei Teilen der jüdischen Bibel und sie selber besteht nochmal aus fünf Büchern Mose. Und in der Tora geht es um Mose, um seine Begegnung mit dem Gott, über die Geschichte der Juden und es stehen auch Gesetze und Pflichten, die alle religiösen Juden verfolgen müssen. Also zum Beispiel auch darüber, was sie essen dürfen. Also was ist koscher, welche Lebensmittel sind koscher, steht auch in der Tora. Als wir gegessen haben, ist mir dann noch aufgefallen, dass das Geschirr eine Markierung hatte. Ich habe gehört, dass es was mit dem sogenannten Koscheressen zu tun hat. Das kenne ich. Die Juden dürfen nur bestimmte Tiere essen. Koscher, das sind Lebensmittel, die nach jüdischen Speisegesetzen erlaubt sind. Also zum Beispiel, es gibt Speisen, die Milch enthalten. Die darf man nicht mit Speisen mischen, die Fleisch enthalten. Also es gibt milchige und fleischige Speisen. Die darf man zum Beispiel nicht auf einen Teller tun. Die muss man trennen. Es gibt auch Säugetiere, die darf man nicht essen. Nach jüdischen Gesetzen, und zwar darf man im Judentum nur Säugetiere essen, die sowohl Paarhufer als auch Wiederkäuer sind. Also zum Beispiel Kühe, Ziegen, Schafe. Das Schwein dagegen darf man nicht essen. Das ist ein unreines Tier, genauso wie im Islam. Warum? Das ist zwar ein Paarhufer, aber kein Wiederkäuer. Und deshalb ist das Schweinefleisch im Judentum genauso wie im Islam verboten. Haben auch Feiertage, zum Beispiel den Versöhnungstag, den feiert man 10 Tage lang. Danach fasten sie. Hey, manche gläubigen Christen fasten auch. Ja, auch im Judentum fastet man, und zwar an dem sogenannten Versöhnungstag am Yom Kippur. Diesen Tag feiert man 10 Tage nach dem jüdischen Neujahrsfest, nach Rosh Hashanah. Da muss man fasten, das heißt, man darf nichts essen, man darf nichts trinken und auch Körperhygiene und Arbeiten sind verboten. Ansonsten gibt es noch 5 weitere Tage im Jahr, an denen man fasten muss. Und das sind Tage, an denen man an die traurigen Ereignisse in der jüdischen Geschichte dann nachdenkt. Ich dachte eigentlich immer, dass es bei jeder Familie gleich ist. Aber jetzt sieht man mal, wie unterschiedlich es zu Hause sein kann. Welche Religion gehörst du eigentlich an? Ich bin evangelisch, und du? Ich bin Katholike. Kennst du jemanden, der Muslim ist? Ja, die Betty zum Beispiel. Sie war auch mit Janina und Leon Hohmann in der Moschee Atib von Fürth. Dort haben sie sich einiges zum Islam erklären lassen. Hallo, wir sind Betty, Leon und Janina, unsere Kamerafrau, und wir präsentieren euch heute, wie Religion zur Heimat wird. Wir haben für Sie viele Muslime in Fürth befragt und für Sie ist der Islam ein Stück Heimat. Wir haben Leute in der Fußgängerzone befragt und den Fortsetzern der Moschee.
Entschuldigen Sie, wir haben eine Umfrage und würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Ist das in Ordnung? Okay. Was ist für Sie Heimat? Ja, Heimat ist für mich da, wo ich eigentlich geboren bin, da wo ich in die Schule gegangen bin und das ist Fürth. Türkei. Fürth ist meine Heimat, jetzt, obwohl bin ich aus Rumänien. Da, wo die Menschen mich mögen. Es ist so, ich muss dazu sagen, ich bin Amerikaner, ne? Bin aber da hier in Deutschland geboren und aufgewachsen. Für mich ist zwischenzeitlich hier Deutschland bzw. Nürnberg Fürth. Das würde ich jetzt als Heimat betrachten, wo mein Herz liegt. Heimat ist für mich, wo Familie ist und wo man seine Freunde hat und wo man sich wohlfühlt. Heimat. Griechenland. Unsere Heimat. Heimat ist da, wo meine Eltern sind, wo ich aufgewachsen bin, wo ich mich dann auch gut auskenne, wo viele Freunde von mir sind. Oh, Heimat ist da, wo ich geboren bin. Für mich Heimat, wo lebst du und wo gefällt dir? Kann Religion für Sie Heimat sein? Ja, würde ich sagen, ja. Und warum? Ja, warum? Weil wir halt im Glauben erzogen sind von unseren Eltern, konfirmiert haben und dann auch anschließend in die Kirche mehr gegangen sind. Religion ist schon meine Heimat, ja. Bitte, über Religion rede ich nicht, weil ich bin orthodox eigentlich und interessiert mich nicht. Tut mir leid. Okay, danke schön. Nein. Wieso? Weil ich Heide bin. Religion. Och, jetzt wird's kriminell. Naja, das hat mit Heimat nichts zu tun, finde ich. Ist auch mit Heimat, ja. Warum? Ja, weil das halt unser Glaube ist. Wenn wir sind evangelisch, also ich bin evangelisch und wir glauben an Gott, so ist es eben. Nein. Also, warum nicht? Religion ist, was jemand glaubt, wo man lebt, wo man sich, ja, jeder trägt die Religion irgendwo in sich. Und Menschen leben überall. Religion kann ein Stück Heimat sein, ja? Ja, für uns natürlich. Ohne Religion wären wir nicht so verschieden, ich weiß nicht, nicht alle gleich. Nee, zählt für mich nicht dazu. Und warum nicht? Weil Religion auch nicht so eine große Rolle in meinem Leben spielt und für mich da einfach andere Sachen ausschlaggebend sind, die für mich Heimat ausmachen. Ja, auf jeden Fall. Weil es mir persönlich sehr viel gibt. Ich habe ja schon gesagt, ich komme aus der Passauer Gegend, bin strenggläubig katholisch, bin so erzogen worden und es tut mir immer noch gut. Na, Religion ist keine Heimat. Warum nicht? Warum? Weil gibt es verschiedene Religionen, Leute, die können leben, wo die wollen, wo es gefällt. Die Religion ist dein Haus, dein Kopf. Können Sie Ihre Religion frei ausleben? Ja. Ja. Römisch-katholisch. Ja. Ja. Also da, ja, in Deutschland, ja. Ja, natürlich. Wir gehen dann auch in eine Moschee. Was ist Ihrer Meinung nach die Gemeinsamkeit zwischen Christentum und Islam? Und was sind Unterschiede? Ja, die Gemeinsamkeit zwischen Christen und Islam ist eigentlich meine Meinung, ist, wir sind alle Menschen und egal, ob wir jetzt Christen oder Islam sind, die Menschen sollen sich miteinander vertrauen und verstehen. Soweit ich informiert bin, predigen beide Religionen Liebe bzw. Nächstenliebe. Es gibt in der Bibel einen Satz, meines Vaters Haus hat viele Wohnungen und das finde ich ganz gut. Also was heißt, dass man durch verschiedene Religionen auch zu Gott gelangen kann? Also, dass man zum Beispiel sich trifft mit anderen, dass man in der Moschee betet, wie man auch in der Kirche betet. Es gibt Gemeinsamkeiten im Ursprung schon, also das geht ja schon aus den gemeinsamen Wurzeln Christentum, Judentum und Islam hervor, wo ja bestimmte Menschen in allen Religionen auftreten, je nachdem aus welcher Religion, als Heilsbringer oder als Propheten oder dass wir alle an einen Gott glauben. Wir glauben an einen Gott. Es gibt ja nur einen Gott, nur der Glaube ist anders. Und er hat verschiedene Namen. Was ist der Unterschied? Es wird anders gebetet. Oh, da erwischen Sie mich jetzt eiskalt, weil ich den Islam
gar nicht kenne. Ich muss aber dazu sagen, ich kümmere mich seit über einem Jahr um einen afghanischen Flüchtlingsjungen. Und es war aber jetzt mehr so mit Behördensachen und solche Sachen. Also seine Religion oder seinen, ja, wir fangen schon langsam an, ein bisschen hintergründig zu werden. Aber ich kann den Unterschied nicht beschreiben, weil ich es nicht kenne. Okay, danke. Bitte. Salam alaikum. Ve aleyküm selam, merhaba, hoş geldin. Selamlar. Aleyküm selam. Warum begrüßt ihn so? Das ist genauso viel wie grüß Gott und das hat halt unser Prophet auch so gemacht. Das ist halt traditionell bei uns, weil es auch im Koran auf Arabisch steht, begrüßen wir uns auf Arabisch. Kannst auch gerne grüß Gott zu Ihnen sagen. Danke. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Also, wir sind als türkische Gemeinschaft also begründet also seit 1977. Also seitdem sind wir hier in Fürth und also wir leben uns wohl und wir leben auch unsere also Glauben und also kulturelle Vielfalt in unserem Verein. Das ist für uns sehr wichtig und für unsere Kinder sehr wichtig, weil also in Ausland, sage ich mal, in einem anderen Land zu leben, ist schwierig. Wenn man aber so einen Verein hat, man fühlt sich wie also in Heimat wohl. Deswegen hat es gegründet. Erinnert Sie die Moschee an Heimat? Natürlich ist die Moschee der Ort, wo wir Gemeinsamkeiten zeigen und wo wir positive Gefühle erleben und unsere Psyche erholt wird. Psychologische rahatlamayı gerektirmektedir camideki ibadet. Wie kann der Glaube Heimat werden? Also wenn man wirklich in Deutschland oder hier, wo man lebt, also sein Glaube wirklich leben kann, mit innerer Gut, Wohl und Gefühl, die Heimat ist also dort. Also das heißt also, er lebt sein also Glaube und also fühlt sich wohl. So glaube ich es. Wer kann hier Heimat finden? Also die Gläubige, der wirklich also an Islam glaubt, also als Moschee fühlt und hier kommt zum Glauben, der fühlt als Heimat. Wenn wir also mit unseren Familien zusammen, mit unseren Kindern zusammen hier kommen, dann fühlen wir wirklich noch besser wohl, weil also wir haben auch dann Gedanken für unsere Kinder, dass die ihre Glauben also richtig lernen und also den Weg der Moschee also lernen. Deswegen ist es also wichtig für uns, also dass die Moschee Heimat ist. Ich weiß, dass die Muslimen, dass sie nach Mekka beten. Kann Mekka an Heimat erinnern? Wir drehen uns beim Beten zu Mekka, weil es so im Koran befohlen wird. Aber jeder muss nicht die Mekka als Heimat sehen. Mekka ist für uns ein wichtiger Ort des Glaubens. Können Sie Ihre Religion frei ausleben? Wir können unseren Glauben frei ausleben und Atip ist der Beweis dafür. Wir haben Respekt vor den Regeln. Was sind die Gemeinsamkeiten im Islam, Christentum? Wo gibt es Unterschiede? Das sind verschiedene Glauben, aber sie haben keine Feindlichkeit. Wir wollen das auch nicht so zeigen. Dass sie verschieden sind, bedeutet nicht, dass wir Feinde sind. Okay, danke schön, wir bedanken uns. أشهد أن لا إله إلا الله. Aus welchem Land kommst du eigentlich? Ich bin in Deutschland geboren, aber meine Eltern kommen aus Ghana. Bist du auch aus Deutschland? Ja, aber meine Eltern kommen aus Russland. Woher kommen eigentlich unsere anderen Mitschüler? Marlene und Samuel waren für euch auf der Straße und in der Schule, um dies wissenschaftlich aufzubereiten. Hallo, ich bin der Samuel. Und ich die Marlene. Wir sind aus der Leopold-Ölstein-Realschule und wir stellen euch heute die Auswertung der Fragebögen vor. Ich mache Platz für die Diagramme. Bei der ersten Frage haben wir 90 Leute befragt, ob sie oder die Eltern aus einem anderen Land kommen.
Bei Ja haben 40 gesagt und Nein haben 50 gesagt. Bei der nächsten Frage haben 44 gesagt, dass die Großeltern auch nicht aus einem anderen Land kommen. Das heißt, dass 46 Ja angekreuzt haben. Wir sind bei der dritten Frage und wir wollten wissen, woher die Befragten kommen. Es gab welche, die kamen aus den USA. Dann in Südamerika hatten wir Kolumbien. Dann in Afrika hatten wir Ghana und Kamerun. Die meisten kommen aus Europa. Da hatten wir zum Beispiel Spanien, natürlich Deutschland, Türkei, Ukraine, Rumänien. Dann gehen wir auch hier hoch nach Russland. Da gab es auch ein paar. Dann in Kasachstan, China. Und Thailand hier. Zurück bei den Diagrammen sehen wir hier, dass nur ein Viertel die Befragten ihre Heimat vermissen. Bei der fünften Frage geht es darum, wo sich die Befragten wohlfühlen. Man sieht hier, dass sich die meisten in Deutschland wohlfühlen. Genau sind das 76. 14 fühlen sich in ihrer Heimat wohl. Bei dieser Frage wollten wir herausfinden, was man im Viertel verändern sollte, damit es eine bessere Heimat wäre. Wir hatten 5 Ankreuzmöglichkeiten: Kino, Lehrer, Einkaufsmöglichkeiten, Sportplätze und Spielplätze. Die meisten wünschen sich ein neues Kino. Danach Sportplätze, aber auch die Einkaufsmöglichkeiten waren sehr beliebt beim Ankreuzen. Lehrer und Spielplätze waren leider nicht so beliebt, wie man hier sieht. Hier wollten wir wissen, was die Leute mit Heimat verbinden. Freunde, Familie und Essen hatte die höchste Priorität, gefolgt von Sport, Shoppen, Sicherheit, Handy und Internet. Und jetzt sehen wir uns draußen bei der Straßenumfrage mit Marlene. Was könnte man an Fürth verändern, dass es eine noch bessere Heimat wäre? Fürth? Was könnte man da verändern? Ja, eigentlich gefällt es mir doch ganz gut so, wie es ist. Da fällt mir nichts ein, weil Fürth sowieso Multikulti pur ist. Eine bessere Heimat? Oh, nicht viel. Mir gefällt es in Fürth. Also eigentlich fällt mir da nichts ein. Ich finde es eigentlich wirklich schön, vor allem wenn man mal woanders gewohnt hat. Es ist schön, wieder zurückzukommen. Wo kommen Sie denn her? Also ich komme aus Zirndorf, war aber lange Zeit in Frankfurt nach meiner Ausbildung. Und es ist wirklich schön, wieder hierher zu kommen. Man könnte vielleicht ein paar mehr Schulen bauen und das Fürth einfach noch sicherer wird, als es ist. Und ja. Ich finde, man sollte auf die Gesetze mehr achten. Ja. Und man sollte auch verbieten, nach 23 Uhr noch in öffentlichen Parks zu trinken. Wie würden Sie sich das vorstellen, wenn Sie Ihre Heimat verlassen müssten? Hm. Ja, das ist schon schlimm, nicht? Ich bin hier zu Hause, verlassen kommt für mich gar nicht in Frage. Ja, also ich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen, weil ich wirklich sehr heimatverbunden bin. Für einige Wochen wäre nicht verkehrt, mal was anderes sehen und hören, aber für immer nicht, möchte ich nicht. Schlimm, könnte mir nicht vorstellen. Es wird ziemlich schlimm und ich bin vor allen Dingen darauf angewiesen, auf Länder, die halt ja, offen sind, wo man willkommen ist, aufgenommen wird und man sich halt möglichst schnell mit Unterstützung natürlich da eingewinnen könnte und sich dann möglichst heimisch fühlt. Wirklich schrecklich und also von daher denke ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass man den Menschen auf jeden Fall hilft, die herkommen. Ich finde halt, dass es nicht so gut wäre, weil wenn man halt in eine neue Heimat kommt, braucht man auch neue Sachen und alles und das ist halt auch schwer. Ja, ich denke, ich würde erstmal keinen Anschluss finden bei den anderen, sondern ich würde eher mich zurückhalten und immer alleine sein und es wäre dann eigentlich schon schlimm, dann könnte ich auch kein Fußball mehr spielen. Das fände ich eigentlich gar nicht so cool, denn eigentlich finde ich es hier nämlich wirklich schön und ich würde hier wirklich ungern weg, von daher wäre das glaube ich nicht ganz so cool. Ich glaube, ich würde es schrecklich finden, also ich würde es nicht so toll finden. Warum haben Sie Ihre Heimat denn verlassen? Weil, also soweit ich weiß, glauben meine Eltern, dass es einfach hier besser ist, dass man vielleicht auch besser Arbeit findet
Und ja. Wenn Sie Ihre Heimat verlassen müssten, wo würden Sie dann hingehen? Ich würde hier bleiben und kämpfen, dass ich hier bleiben darf, egal was ist. Bei mir hat Pegida keine Chance. Das ist eine sehr gute Frage. Nicht jetzt, sage ich mal, in die Länder, in denen jetzt gerade wirklich Krieg herrscht. Versuchen Australien, die aber nehmen ja niemanden auf, Neuseeland, aber ja, so weit wie möglich weg. Also, wenn ich jetzt Deutschland verlassen müsste, dann würde ich zurück in meine Heimat gehen. Hast du schon mal einen Fisch ausgenommen? Nein, warum sollte ich? Naja, wenn du zum Beispiel eine fränkische Spezialität isst, gehört das eigentlich dazu. Wieso? Welcher Fisch ist das? In Franken ist der Karpfen eine Spezialität und wie der von innen aussieht, haben Martin, Conny und Oliver für euch herausgefunden. Essen ist Heimat. Der Karpfen, eine fränkische Spezialität. Hallo. Heute werde ich mir mit euch einen Karpfen anschauen. Wir haben uns extra vom Fischhändler Eberle einen Karpfen gekauft und den werden wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. Hier werden wir den Fisch durchnehmen mit einer Schere, einem Skalpell und einer Pinzette. Nun fange ich damit an, mit der Schere den Fisch am Bauch und an den Seiten aufzuschneiden, damit wir die Haut und die Flosse hochklappen können. Jetzt zeigen wir euch den Fisch von innen. Hier sieht man sehr gut die Innereien. Wie schon gesagt, werde ich jetzt den Karpfen an den Seiten aufschneiden, damit man die Innereien freilegen kann. Hier sieht man, wie wir die aufgeklappte Haut abtrennen, damit wir einen besseren Blick auf die Organe haben. Jetzt, nachdem wir die Organe freigelegt haben, kann ich damit beginnen, die Fettschicht zu entfernen. Das Weiße, was ich gerade rausgeschnitten habe, war eine Fettschicht. Nachdem wir die Fettschicht entfernt haben, kommt dann eine weitere Hautschicht, in der der Darm liegt. Diese entferne ich und hier sieht man sie neben dem Fisch. Als nächstes sehen wir hier eine weitere Fettschicht und die Schwimmblase. Die Schwimmblase entferne ich, sowie die Fettschicht. Die Schwimmblase ist ein kleiner weißer Ballon mit Luft, den die Fische zum Schwimmen brauchen. Jetzt ist nicht mehr viel vom Karpfen übrig, darum schneide ich noch die Kiemenflossen auf und zeige sie euch. Zu guter Letzt schneide ich das Herz heraus. Hier ist es. Dieser Beitrag war von Oliver, Martin, Cornelius. So, jetzt habe ich aber mal richtig Kohldampf. Ja, ich auch, aber bitte nicht den Karpfen. Nee, keine Sorge. Marlene, Hendrik und Kevin haben für uns griechisch gekocht. Herzlich willkommen zu unserem Kochstudio Heimat. Wir sind Marlene, Hendrik und Kevin. Heimat verbindet, also kann man Heimat auch schmecken. Mein Urgroßvater kommt aus Griechenland. Mein Urgroßvater kommt aus Indien. Und meine Verwandtschaft kommt aus Russland. Und ich habe mich heute durchgesetzt und wir kochen Gyros mit Tomatenreis und Tzatziki. Ich mariniere jetzt das Fleisch an. Dazu muss man das ganze Fleisch hier in eine silberne Schüssel reinlegen. Öl rein. Ein paar Zwiebeln. Ein bisschen Gyros-Gewürz, das findet man neben Supermarkt, falls ihr wissen wollt. Und ein, zwei kleines bisschen Oregano. Dann tun wir das jetzt hier, müsst ihr das jetzt hier ganz gut vermischen. Und das dann 2 Stunden lang ziehen lassen. Und jetzt kochen wir den Tomatenreis. Dazu müssen wir den Reis kochen. Ich tue jetzt ins heiße Wasser rein. Also, der Reis ist jetzt fertig. Er ist fertig gekocht, also tun wir ihn jetzt abschütten.
Dafür gehen wir jetzt hier. Jetzt gebe ich mal den Reis ab, ne? Wieder zu schnell zurück in den Topf. Unser Öl ist jetzt heiß. Jetzt kommen die Zwiebeln rein. Unsere Zwiebeln sind jetzt glasig. Jetzt kommen die Tomaten rein. Ein bisschen umrühren. Ja. So, jetzt tun wir noch die Tomatensauce mit rein. Ja, und so sieht es jetzt erstmal aus. Ich muss das erstmal ein bisschen einköcheln. Und jetzt tun wir die Gewürze rein. So, Pfeffer. Ein bisschen Salz, Basilikum. Währenddessen er es jetzt auch versucht aufzukriegen, tun wir noch Oregano mit rein. Mal schauen, ob er schon aufgekriegt hat. Nein, leider nicht. Ah. Jetzt. Okay, das war's jetzt erstmal mit den Gewürzen. Hier ist der Reis und das tun wir jetzt hier rein. Ja, jetzt hier umrühren. Ich habe jetzt hier den Reis reingegeben und so und habe es jetzt ein bisschen umgerührt. Und ja, damit wären wir eigentlich mit dem Tomatenreis jetzt fertig. So, und jetzt tun wir das Fleisch in die Pfanne. Die Pfanne muss aufgewärmt sein. Welche Kinder? Die ersten zwei Klasse. Also ich würze es jetzt ein bisschen, weil das Griechische muss halt nach Griechenland schmecken. Und die Griechen würzen da, ne? So. Das war unsere Sendung zum Thema Heimat. Wie ihr sehen könntet, hat Heimat viele verschiedene Facetten. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um zuzuschauen. Und tschüss. Tschüss.